Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Nun, wir wissen jetzt einiges über Transformatoren. Einschalten können wir es. Jetzt gibt es natürlich verschiedenste Arten und Typen von Transformatoren und wie dem so ist, sind auch die irgendwie von der Bezeichnung her zumindest genormt, sodass man sie halt auskennt. Die haben alle einen gewissen Namen. Ja? Und dieser Name, der heißt bei uns Schaltgruppe. Okay, also wir haben eine Schaltgruppe. Jetzt möchte ich erklären, was da dahinter steckt. Prinzipiell haben wir ja bei so Drehstromtransformatoren oberseitig, oberspannungsseitig und unterspannungsseitig Windungen. Ja? Und die haben natürlich Bezeichnungen. Die haben zwei Windungen und zwei Enden. Ja? Windungen und zwei Enden. Jetzt haben wir da oberspannungsseitig zum Beispiel eine Windung, zweite Windung, dritte Windung. Ja, die haben da zwei Enden einfach. Ja. Wie werden diese Enden jetzt benannt? Nun, der da oben heißt 1U1, also das ist die U-Windung, ja, und das ist der 1U2. 1 oberspannungsseitig und U1 und U2 Anfang und Ende. Okay? Da haben wir 1V1, 1V2 und da haben wir dann noch 1W1. Und 1W2. Ja. Auf der Unterspannungsseite, ja, auf der kleineren Seite, also der Seite mit der kleineren Spannung, mit der kleineren Windungsanzahl, schaut das ähnlich aus. Da haben wir auch drei Windungen, drei Spulen, Entschuldigung, Wicklungen, wollte ich sagen eigentlich. Die untereinander gezeichneten, die sollen jetzt praktisch auf einem Schenkel sitzen. Die gehören zusammen. Ja. Jetzt ist es da A2U1, ja, und A2U2. Passt. Okay? 2V1, 2V2 und 2W1, 2W2. Ja. Und wenn ich das jetzt so habe, dann kann ich die verschalten, wie ich will. Ja. Kann einen Stern machen, kann einen Dreieck machen und so weiter. Und jetzt zeichne ich mal was ein. Ja. Ich zeichne jetzt ein, eine Verschaltung, die da unten fasse ich alle zusammen, auf der Oberspannungsseite. Ja. Und da hänge ich mich an, mit den Ls. Ja. Das da oben ist Oberspannung, das ist oberspannungsseitig. Und das ist unterspannungsseitig. Ja. Und jetzt, wenn ich auf der anderen Seite ebenfalls unterspannungsseitig ebenfalls ein Dreieck mache, also ich hänge mich da wieder an, pack, hänge die ja zusammen, tata. Dreieck habe ich gesagt, gell? Stern. Stern ist es natürlich. Ja. Jetzt ist das, sind es zwei Sterne. Jetzt, was ist das? Ja. Die Bezeichnung oder Schaltgruppe ist einmal Y, großes Y, oberspannungsseitig, ja. Dann unterspannungsseitig kleines Y, ja. Und dann steht hinten nur eine Sache, die sogenannte Stundenziffer. Und ich schreibe da jetzt einmal 0 rein. Ja, weil das ist ein YY0 drauf. Wie erkennt man das? Ja, oder wie wird das gemacht? Ja, was heißt jetzt diese Stundenziffer da? Ja, stellen wir uns vor, wir haben da eine Spannung, ja, die U-Spannung, da ist die V-Spannung, da ist die W-Spannung, oberspannungsseitig, und das schaut dazu aus, ja, wenn ich das jetzt da einzeichnen darf, U und 120 Grad versetzt, ist der V und da ist der W. Ja. U1, V1, W1. Ja, das sind die U1, V1, W1, das sind die drei Spannungen da. Und da unten zeigen sie ja in die gleiche Richtung. Gell? Immer von Anfang, das ist der U2, das ist der V2,
und das ist der W2. Und jetzt, ein Pfeilchen vergessen, jetzt, wie zeigen die da? Genauso. Ja, wir haben null Phasenverschiebung, das heißt null Phasenverschiebung. Okay? Keine Phasenverschiebung, die sind halt kürzer, ja? Aber im Prinzip U2, V2 und W2 sind in die gleiche Richtung. Ja? Gleiche Richtung. Ja? Und jetzt zeichne ich die Oberspannungsseite zeichne ich jetzt nicht dazu. Ja? Ich zeichne jetzt einfach da das ein bisschen anders, ein bisschen um, ebenfalls im Stern. Ja? Also ich mache da jetzt so, zack. Also das ist auch Unterspannung. Unterspannungsseitig. Und da mache ich es jetzt anders. Ja? Da verschalte ich so. Schau, pass auf. Also da ist wieder 2U1, 2U2 natürlich, 2V1, 2V2, 2W1, 2W2. Alles genau gleich. Und jetzt mache ich den Stern auf die andere Seite. Da, schau, da schaut die zusammen. Klack, klack, zack, zack. Ja, klack, klack, zack, zack. Ja. Wie schauen jetzt die Spannungen aus? Wie schauen jetzt die Spannungen aus? Also oberspannungsseitig hat sich nichts geändert. Y, ja. Da unterspannungsseitig kleines Y, sagen wir nach wie vor. Ja. Und jetzt, wie viel Phasenverschiebung haben wir? Überlegen wir uns das, ja, weil da ist ja jetzt praktisch der U2, ja, V2 und der W2. Und wir haben jetzt hier wieder den U1. In welche Richtung geht der U2? Der geht in die andere Richtung. Gell? Da ist der U2, der geht da auf, der U2. Ja. Wir haben hier dazwischen 180 Grad. Ja. Und jetzt schreibe ich dann nicht 180, sondern aus dem Grund 6. Ja. Was? 6? Das ist die sogenannte Stundenziffer, heißt das. Das Ding da, das heißt Stundenziffer. Ja. Stundenziffer, das bedeutet, ja, wenn ich das U1 gedacht um 12 nach 12 lege, ja, und das, wo ist die Spannung U? Auf der Primärseite lege ich sie auf 12 und auf der Sekundärseite, in welche Richtung ist das U? Ja, und das war genau in die andere Richtung, also nach 6 Uhr. 6. Okay? Also das ist 6 mal 30 Grad Phasen verschoben. Ich hoffe, es ist klar. Ja? Natürlich brauche ich es nicht nur in Stern verschalten, sondern ich kann es auch in Dreieck verschalten zum Beispiel. Ja? Oder ich kann auch eine Mischung machen. Aber zum Beispiel, wenn wir das so machen. Oberspannungsseitig. Unterspannungsseitig und unterspannungsseitig vorher raus, da hängen wir auch. Ja. Also das ist praktisch der U1, V1, W1 und das ist der U2, V2, W2 ja. Und dann fällt er um. Also, was ist das für eine Schaltgruppe? Das ist auf alle Fälle oberspannungsseitiger Y, ja, unterspannungsseitig ist ein Dreieck, das ist ein D, ja, also große Buchstaben ist immer oberspannungsseitig, kleine Buchstaben sind immer unterspannungsseitig, und dann haben wir nur, was haben wir für eine Phasenverschiebung? Schauen wir uns das an, das ist U1, ja, da ist es U, da ist es U. Der da zeigt in die gleiche Richtung. Das ist die Spannung zwischen U und W. Ja, das ist die Spannung zwischen U und W. Das heißt, wenn ich praktisch da das U1 habe, das V1, ja, das W1, ja, und
zwischen U und W zeigt, das ist ja, das ist der U1, der V1, der W1, ja. Und zwischen U und W, das wäre praktisch diese Spannung, ja. Die zeigt jetzt in die gleiche Richtung wie die Spannung, ja. Wir zeigen so jetzt runter, ja. Dann hat sich das Ganze ziemlich verdreht, ja. Also wir haben hier diese Spannung praktisch und die wupp, hat sich so runtergedreht, ja. Und das sind 5 Uhr, das ist 5 Uhr. Ich hoffe, man sieht das. Der da wäre praktisch hier. Und das ist nicht ganz 6. Es gilt nämlich natürlich für die Außenleiterspannungen genauso. Ja, diese Stundenziffer. Das ist 5. Ja, YT5-Schaltung. Schaltgruppe YT5. Es kann noch ein N dabei stehen. Dann ist halt da irgendwie, ja, dann ist halt da irgendwie der Neutralleiter ebenfalls herausgezogen. Also da war zum Beispiel da, wenn da der Neutralleiter ausgezogen ist, dann würde da hier drinnen noch ein kleines N stehen. Okay? So ist es. Also so Y-Transformatoren sind übrigens für Schieflasten absolut ungeeignet. Ja, absolut ungeeignet. Primärseitiger Dreieck, sekundärseitig Stern, YN, das würde funktionieren. Und es gibt aber noch eine Schaltung, die sogenannte Zickzack-Schaltung. Ja. Was ist jetzt so eine Zickzack-Schaltung? Schauen wir uns das vielleicht auch noch an. Ja. Also es geht darum, um irgendwelche Asymmetrien sekundärseitig auszugleichen. Wir haben wieder primärseitig haben wir wieder diese Windungen. Zack. Ich mache wieder ein Dreieck primärseitig, gell? Das ist der eins U, eins V, eins W, ja. Und sekundärseitig habe ich jetzt mehrere Spulen. Jetzt ist das aufgeteilt. Pass auf, jetzt habe ich da eine Spule. Jetzt habe ich noch eine Spule. Die sind zwar nicht so groß, ja, aber auf den einzelnen Schenkeln sitzen mehr Spulen. Ich habe da jetzt nämlich die folgenden Anschlüsse. Ja, 2U1, 2U2 und dann habe ich nur ein 2U3 und ein 2U4. Okay? Und genauso habe ich da drüben praktisch ein 2V1, ein 2V2, ein 2V3 und ein 2V4. Und ein 2W1, ein 2W2, ein 2W3 und ein 2W4. Okay? Warum mache ich das? Ja, wie wird jetzt verschalten? Nun, ich gehe jetzt davon mal raus und sage, passt. Das sind die Anschlüsse. Ja. Das ist der 2U, der 2V und der 2W. Ja. Die hängen zusammen da. Das ist der praktisch ein Sternpunkt. Ja. Und was mache ich mit den anderen? Den hänge ich darauf. Den hänge ich darauf. Und den hänge ich darüber. Jetzt ist das nicht wirklich ein Stern, sondern so ein zackiger Stern, so ein abgehackter Stern praktisch. Ja. Jetzt geht nämlich dieser Stern geht ein Stickel auf die und ein Stickel auf diese Windung. Ja. Jetzt teilt sich bei einer asymmetrischen Belastung, teilt sich der Strom, der jetzt zum Beispiel nur hier rinnt, ja, auf primärseitig 2. Und das ist schon mal viel besser. Das ist schon mal viel, viel besser. Ja. Das da ist die sogenannte Zickzack-Schaltung da unten. Ja. Zickzack-Schaltung. Zickzack-Schaltung.
Was hat die für ein Schaltzeichen? Na, schauen wir uns, was ist der Primärseite? Haben wir Y, ja, großes Y, und dann Zickzack haben wir Z. Ja. Und Stundenziffer bei dem ist übrigens 5, gell? YZ 5 ist das. Kann man sich überlegen, wie das ist mit den Spannungen und wie man dann, genauso wie ich es zuerst erklärt habe, das YZ 5. Ja. Also in den Schaltgruppen gibt es, wie gesagt, Großbuchstaben, primärseitig. Ich schreibe es jetzt noch einmal zusammen. Großbuchstaben. Das ist die Oberspannungsseite. Und da gibt es zum Beispiel ein D, da gibt es ein Y und da gibt es ein Z. Ja? Und wenn der Sternpunkt herausgeführt ist, dann gibt es auch noch ein N. Ja? Und Kleinbuchstaben. Unterspannungsseitig. Kleines D, kleines Y, kleines Z, kleines N. Ja? Logisch, ja? Und dann gibt es noch die Stundenziffer. Phasenverschiebung. Als Vielfaches. Von 30 Grad. Ja, also da 5, 5 mal 30 Grad. Natürlich beim Dreieck gibt es keine U-Spannung, da muss man nur denken. Ja? Also, okay. Also, selbst wenn sie nicht da ist, wirklich eine Phasenspannung, weil es keinen Sternpunkt gibt auf irgendeiner Seite, dann muss ich mir halt einen Sternpunkt denken und muss die da reinlegen. Ja, das sind also die Schaltgruppen. Y, D, Z, N, klein, groß, Stundenziffern. Ja, so werden die Dinge bezeichnet. Jetzt wissen wir, was das zu bedeuten hat. Wissen wir, was das zu bedeuten hat. Das nächste Mal reden wir über den Parallelbetrieb von Transformatoren. Ja, manchmal wollen wir zwei Paar Transformatoren parallel auf eine Leitung schalten. Passiert relativ häufig. Also ein Kraftwerk zum Beispiel hat mehrere Maschinen, ja, und diese Maschinen liefern alle Leitungen in eine Anschlussleitung. Also alle Leistungen in eine Anschlussleitung. Nicht alle Leitungen. Ja. Sie haben jede eine eigene Leitung, die werden über den Transformator auf die Hochspannungsebene gebracht und Hochspannung geht einmal weg von dem Kraftwerk. Und da sind aber 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maschinen oder was auch immer. Ja. Wie funktioniert das? Was muss man beachten? Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.